Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part sind wir hier nach Ranel gegangen, um das dritte Lied zu holen. Leider war der werte Herr Drache tot, deswegen mussten wir mal ein bisschen die Zeit zurücksetzen, so dass er noch lebt. Also ja, es geht, Alter. Hast du ein Lied für mich? Jo. Oh, solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was treibt dich denn hierher? So. Du kommst also vom Himmel. Du heißt Maeve? Irgendwas fehlt mir da. Wie wäre es mit sowas wie WR16, Maeve? So wie meine Freunde. Gefällt dir nicht? Naja. Also, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Du sagtest gerade, dass du vom Himmel kommst, Maeve. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Das erklärt einiges. Aber weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich ungelegen. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst ja selbst... Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt und kann daher nicht singen. Es ist schon eine Last, von der Göttin auserwählt zu sein. Ja, das ist blöd. Oh mein Gott, Link! In der Nahaufnahme. Schrecklich. Da fällt mir ein, die Roboter haben den Lebensbaum-Keimling da gepflanzt. Er hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Ah, geh'n Ding, Alter. Weißt du? Ich bin Link. Ich kann das, weißt du? Weißt du? Ja. So, wo sind die da hinten? Ich muss mich kurz mal kratzen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wie es um den Geheimlink steht. Und wenn nicht, ja. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Drachen suchen. Oh, ich kann ja wieder pusten. Komm her. Blasebalg. Wow. Die renne ich platt. Habe ich die getötet oder sind die verschwunden? Weder noch, da ist nichts. Guck mal, ich kann den Busch zum Tanzen bringen. So, ja. Also ich glaube, in deiner Zeit ist es zu früh und in meiner Zeit ist es zu spät. Das, scheint mir doch reichlich beschissen. Aber hey, wir können wenigstens die Zeit umdrehen. Ich will auch anfangen. Nachdem wir... Ich dachte, nachdem wir... Ja gut, dann vielleicht in der Vergangenheit. Ja. Okay, der Baum ist noch ein kleiner Keimling. Ein Sprössling. Ein Setzling. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht so aus. Sieht man zum Beispiel daran, dass ich immer Probleme habe, die hier zu schneiden. So. Zack. Zack. Ich hätte gern ein bisschen Geld. Ist ja okay. Gut. Wir werden den Part sowieso ein bisschen künstlich in die Länge ziehen müssen. So läuft doch immer hier. Das ist doch normal, ne? Schätzele. Gut. Ah, ich habe was gefangen. Mein neuer Kescher ist toll. So, ich bin ja auch gerade so ein bisschen am Überlegen, weil Items verbessern brauche ich, glaube ich, nicht mehr, weil wir kriegen ja wahrscheinlich einen neuen Schild. Ich weiß jetzt noch nicht wie und wo, aber hier irgendwo in der Nähe müsste der sein, glaube ich. Oder zumindest das mit, ich habe Haare im Gesicht, mit dem Donnerdrachen zu tun. Also, ja, schätze mal, dass wir den nicht allzu spät noch kriegen. Okay, wir sind schon relativ nah am Finale. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir kriegen den hoffentlich recht bald. Also wird sich das eigentlich nicht wirklich lohnen, den hier noch zu verbessern. Dasselbe gilt
für den Sack hier, denn ich würde ja gerne Dings hier machen. Noch meinen Heiltrank kaufen. Aber ja, im letzten Part tatsächlich nochmal eine neue Flasche bekommen haben. Stich. Ab in den Himmel. Sehr schön. Dann würde ich gerne mal gucken, ob es hier noch irgendwo Dinger gibt. Nö. Gut. So, ich glaube, wir haben mittlerweile alle Blöcke. Jo, was geht? Dem Donnerdrachen geht es schlecht. Und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Lass das mal meine Sorge sein, gell? Ich hatte mal Botanik. Für eine Stunde. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt einen Lebensbaum, eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Ja, klar. Das ist eine gute Nachricht. Dann solltest du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranel. Das hab ich vor, denn wir erinnern uns. Ich hab Lux Like Link geguckt. Nein, wir erinnern uns ja. Also Lux Like Link hat mir den Tipp nochmal gegeben. Ich gucke ja immer so ein bisschen sein Let's Play von der HD Edition sogar tatsächlich. Damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss und dass wir nicht jetzt hier Part 70 sind oder 71 oder was auch immer. Und erst beim vierten Dungeon. Also auf jeden Fall im Sinne aller, dass ich da immer so ein bisschen reingucke. Mir bringt das viel. Euch bringt es auch was. Marcel kriegt Klicks. Ich mag Marcel. Alles easy. Ja, auf jeden Fall. Wir erinnern uns auch dennoch. Bardo hat ja gesagt, oh, ich würde ja gerne mal einen Baum pflanzen, ne? Wäre bestimmt schick. Ja, ich würde sagen, Bardo, hol die Gießkanne. Ich hol die Schaufel. Wir pflanzen. Bis gleich, Drache, ne? Ich komm bald wieder. Ich kratze erstmal meine Schulter, die juckt. Ach ja. Ist immer so. Es juckt immer irgendwas, sobald ich aufnehme. Der ist ganz schlimm, ganz schlimm. Apropos ganz schlimm. Ich bin ja tatsächlich gewählt, diese eine Medaille bei Terry zu kaufen für 1000, die ich eigentlich nicht haben möchte. Aber das wird dann das Letzte, was er hat. Und dann hätten wir alles vollzählig. So, fliegen wir mal hier hin. Bisschen nach unten, so im Sturzflug. Alles nett. Da fällt mir gerade ein, dieser Part hier kommt am Samstag. Ich habe jetzt Ferien, das ist schön. Ich hoffe, ich habe dann auch schon mal wieder Paper Mario gestreamt, denn ich habe so einiges vor, was so Streams angeht in den Ferien. Also Paper Mario möchte ich einerseits zu Ende streamen. Ich würde tatsächlich erstmal hier auf den Baum gehen und gucken. Ne, kann ich ja nicht auch von da. Ob hier noch zufällig ein Götterblock ist, den ich übersehen habe. Auf jeden Fall, ich möchte Paper Mario zu Ende streamen. Dann würde ich auch gerne mal hier hin und wieder mal wieder Splatoon streamen. Minecraft würde ich auch gerne mal wieder machen. Das haben wir ja zuletzt im 10-Stunden-Stream gemacht. Ja, alles erledigt. Und ja, dann ist ja auch in den Ferien Halloween. Da habe ich ja auch so ein bisschen was vorbereitet. Da könnt ihr übrigens aktuell noch auf Twitter abstimmen, welches Spiel ich streamen werde. So, zur Auswahl stehen. Slender the Arrival, das war ja unser Halloween-Let's Play 2022, mein drittes Projekt. So, und das würde ich dann gerne im Stream nochmal streamen. Oder Resident Evil 1, das Remake. Blind, noch nie gespielt. Ich habe gerade ein, ich würde gerne mal... Hallo. Gut, dann halt nicht. Dann fickt euch. Resident Evil, genau. The Park würde mich auch mal interessieren. Da habe ich mal zwei Parts von Gronkh gesehen und dachte mir so, ja. Findest du interessant und es ist eins der wenigen Horrorspiele, die ich kenne, wenn ich ehrlich bin. Also ich kenne Resident Evil, Silent Hill und so Outlast, aber auf Outlast habe ich keine Lust. Slender und The Park. Also ja, da dürft ihr abstimmen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, könnt ihr auch auf anderes stimmen und dann bitte den Titel in die Kommentare schreiben. Aber bitte, darum bitte ich euch, weil ich hasse solche Spiele so, so auf große Masse abgesetzte, ich setze mich mal anders kurz hin, Jumpscare-Horror-Spiele, die für 12-Jährige konzipiert sind, à la Five Nights at Freddy's oder
Hier, Puppies Play Room, Playtime, wie das heißt. Ich habe tatsächlich auch so eins bei mir in meiner Steam-Bibliothek, aber... Nee. Nee. Lass mal. So, wir zerstören mal wieder alle ihre Krüge. So, sammeln die Bomben ein. Dass ich da nicht hochkomme. Dass ich da nicht hochkomme. So, dann reden wir mal mit Zelda. Grüß dich, Zelda. Der Hut ist im Weg. So, ich kann ein Stück von Zelda sehen. So, da ist Zelda da hinten. Sehr schön. Ich würde sagen, dann pflanzen wir mal. Wir gehen nicht raus aus Angst, dass der Typ nochmal kommt, der Verbannte. Darauf habe ich keinen Bock. Wirklich nicht. Ich möchte den Verbannten nie wiedersehen. Grüß dich, Badu. Ich habe hier was zu pflanzen. Schön, dass du diesen Keimling gepflanzt hast, aber es wird eine Ewigkeit dauern, bis er zu einem richtigen Baum heranwächst. Wirklich? Okay, ich würde sagen, pflanzen wir dann doch wieder und... Dieser Ort eignet sich sehr gut dafür, etwas zu pflanzen, aber wenn du erst in dieser Zeit gepflanzt, dürftest du... Ah, ja, 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 ich verstehe. Wir haben ja das Zeitportal. So, nehmen wir nochmal mit. Ich versuche mal, die Viecher hier zu fangen. Haha, hab einen. Ich würde mal sagen, back to the past. Ja, öffnen. Der Macher möchte einmal durch. Jo, hallo Impa Aka, junge Hüterin, was geht? Ich bin gleich wieder weg, gell? So. Ich zerstöre einmal deine Einrichtung in der Vergangenheit. Das soll dir doch bitte eine Lehre sein, eine Hausratsversicherung abzuschließen, damit du in der Zukunft deine Krüge immer ersetzt bekommst vom Versicherungszahler. Oder so ähnlich. Ich kann aber in der Vergangenheit hier nicht raus, oder? Geht das? Nö. Jo, tschaußen. Tschaußen! Das ist sie! Das ist sie! Jo, Badu. Badu? Ja, was für ein fantastischer Baum. Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quicklebendig. Ja, schön. Machen wir mal ab, ne? Bei Kauf der Frucht geht's gut. Du hast die Lebensbaumfrucht erhalten. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Die ist gib sie dem Donnerdrachen oder ich behalte sie und heil Krebs. Schwere Entscheidung. Aber der Donnerdrache singt wenigstens für mich. Na, doch, der Donnerdrache. Den heilen wir. So, dann würde ich sagen, fliegen wir mal im Affenzahn wieder zu ihm. Das dauert ewig. Ja, bitte. Da fällt mir ein, da können wir ja nicht auch nochmal gucken, wo hier dieser... die Kiste ist. Ich hoffe, die letzte im Spiel. Ich hoffe, im Wolkenhort oder so. Oder auf dem Weg. Da müssen wir eh später hin. Also gut, fliegen wir mal. Back to the future! Und dann einmal dahin, bitte.
Zack, wir sind gleich da. Fast geschafft. Ja, nimm halt Schaden, Vogel. Mensch. So. Ja, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Nee, das mache ich offscreen, weil ich glaube, dass hier tatsächlich noch ein Block ist. Da bin ich so ein bisschen misstrauisch, aber ich glaube, wir sollten tatsächlich alles haben. Ja, apropos alles haben. Hey Drache, ich hab deine Frucht. Lass sie dir munden. Oh, steck mich nicht an. Sieh an, Mei, was führt dich zu mir? Sing für mich. Hier hast du Obst. Also, das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Fangen! Oh. Das schmeckt. Hat die Power im Arschloch. Oh, tut das gut. Mein ganzer Körper pulsiert. Eine neue Kraft durchströmt mich. Ja, Lied, Junge. Gib Lied. Selbst Jahrhunderte alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Maeve. Als Dank werde ich dir die eine Stimme des Herrenliedes vorsingen, und zwar die letzte. Also sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Du hast die eine weitere Stimme erlernt, so, viel Spaß. Cool. Du hast mich gerettet, vielen Dank, Maeve. Ich will dir dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Da wirst du dich sicher freuen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun drei der Stimmen des Heldenliedes erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenfügen zu fügen und die letzte Stimme zu erhalten, besuch nun den großen Himmelsgeist Narisha. Ich muss jetzt ehrlich sagen, von der Sympathieskala her finde ich ja eigentlich den Feuerdrachen immer noch am nettesten, weil. Warte, haben wir jetzt hier. Wieder hier. Back to the Future gehen. Er ist weg. Na gut, dann ist er wohl über die letzten Jahrhunderte umgezogen, weil hier liegt zumindest keine Leiche. Auf jeden Fall den Wasserdrachen finde ich immer noch am nette, Feuerdrachen. Der, bei dem musste ich nicht wirklich was machen, der hat es mir einfach gegeben, der war ganz nett. Ja, den Donnerdrachen, den finde ich eigentlich auch ganz nett, der war krank, dafür kann er nichts. Also, ja. An den Wasserdrachen, den mag ich nicht so. Ah, du bist mir zu unhöflich, verpiss dich. Ah, ich könnte alle Monster auffressen, aber ich flute einfach mal das Land und zerstöre den Wohnraum von hunderter Lebewesen, nur um zu zeigen, dass ich krass bin. Ne? Ja. Scheiß Drache. Ach, scheiß Haare im Gesicht. Ja. Das wollte ich nicht. Sorry. Ja, ich würde dann tatsächlich einfach mal sagen, Narishas Lied. Darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Genauso wie, dann gehen wir nochmal zum Donnerdrachen zurück, weil ich habe ja die Hoffnung, dass er mir dann den wunderbaren Schild gibt. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen jetzt nochmal die eine Sache bei Terry, die ich nicht gerne haben möchte, aber brauche. So. Dann kümmern wir uns auch mal so ein bisschen ums Item-Management. Lager und so. Komm her, Schleuder. Terry! Ja, da steckt er. So, einmal. Hoch bitte. Der stand gerade nicht, aber ich konnte hochspringen. Das ist gut. Das gefällt mir. Nettes Detail. So, einmal hier rein. Komm, Terry, gib mir das Letzte, was du hast.
Ich hoffe, du gehst pleite, du Pisser. Piffer. Oh. Ah, ich bin ein Arschloch. Oh, eine Insektenmedaille. Du brauchst sie nicht, aber du willst sie haben, stimmt's? Gib mir all dein Geld. Ja, nimmst du kleiner Pisser. Ich hoffe, du stürzt ab und brichst dir ein Bein. Thank you. Du Trottel, der alles gekauft hat, was ich besitze. Du bist dumm. Selber dumm. Du strampelst, anstatt einen Laden im Bazar zu haben. Okay, vielleicht haben die dich ja wegen Wucher rausgeschmissen. Apropos Bazar, da müssen wir hier sowieso nochmal hin zum Items lagern. Besser gesagt, umlagern. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns auch nochmal von unserem hart verdienten Geld einen weiteren Trank. Fällt mir gerade ein. Brauchen wir ja nicht mehr, der heilt sich ja von alleine auf. Jo. Hallo Schatz, schön dich zu sehen. Du kannst mir alles geben, was du hast. Zum Verstauen meine ich natürlich. Oh. Nur keine Hektik, mein Schatz. Okay, sie sagt jetzt was anderes als sonst. Das finde ich nett. So, alles ausgerüstet. Wir sind gut dabei. Komm doch bald wieder. Werde ich. So, aber jetzt erstmal hier den hier. Ja, wir wissen, wie das läuft. Ja. Ich hätte gern zwei. Kann ich auch zwei auf einmal kaufen? Nein. Schade. Nein. Ich möchte nicht den blauen. Ich möchte den roten. Mal gucken, ob wir die Beine nochmal upgraden können bei ihrem Mann, ob wir dafür die richtigen Insekten haben, dass wir auf jeden Fall ganz schnaffte. Oh nö, eine böse Zahl. Schnell, Mann, nimm mein Geld, damit wir auf 69 kommen. Das ist keine böse Zahl, das ist eine sehr schöne Zahl. Jo, hier, nimm. Okay, man kann hier noch mehr verfeinern, interessant. Wir haben genug, wir haben mehr als genug. Jo. Bitte. Hat jemand mal einen Rubin für mich, damit ich 69 habe? Das ist nämlich lustig. Alles klar. Alter Fließband-Malocher hier. Ja. Okay, das Insekt fehlt uns tatsächlich noch. Aber ich weiß tatsächlich, wo es ist, aber ich glaube nicht, dass wir uns das holen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wir haben zwei Feen und drei. Einmal alles Vollmachttrank. Aber wir sind auch aktuell wieder so ein bisschen pleite. Aber ist ja an sich nicht schlimm. Danke. Nö, nö, reicht erstmal. Danke. Gut. Wir sehen uns. Einfach nur der Vollzähligkeit halber, was kostet der Kescher hier? Kescher. Köcher. Nee, danke. Ja. Ja. Fick dich. Fickt ihr euch auch? Du nicht, dich mag ich. Dich fick ich später. Auf eine romantische Art und Weise. Okay, gehen wir. Speichern, yay. So, und beim nächsten Mal geht's dann wieder nach Narisha und dann mal gucken, ob wir dann das Triforce kriegen. An der Stelle würde ich dann einfach mal sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem. Ich werde den Part auf der Bank. Entspannt. Das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Mir hat er auf jeden Fall gefallen. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir haben jetzt eigentlich alle Stimmen, außer die von Narisha, glaube ich. Aber ja, wir haben das Lied komplett. Bis zum nächsten Mal. Dann kümmern wir uns um alles. Haut rein und ciao.